Wissen Sie, ich war in der Technikerschule mit 100 Männern, da musste ich mich auch durchsetzen. Und die Partei ist letztendlich auch wie ein großes Klassenzimmer oder in Berlin und München. Und da funktionieren die Mechanismen letztendlich ähnlich. Und da muss man zwischendurch mal ein bisschen ja, auch kämpfen und auf den Tisch hauen. Aber das funktioniert ganz gut.